Hi, ich bin Sandra von Piepfein und wir schauen uns heute mal mein Hamper-Sketchbook an. Ich glaube, ich habe so mit ziemlich jedem Medium, was ich überhaupt besitze, da drinnen mal rumexperimentiert und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Das ist das Sketchbook, was wir uns jetzt anschauen. Das ist von Hamper. 100% Hanfpapier in einer Stärke von 120 Gramm. Und ich habe da etwa ein Jahr dran gearbeitet. Also vom 24. Mai 23 bis jetzt zum 16. Mai 24. Das hat eine offene Bindung, die zusätzlich geleimt ist. Und wir schauen da jetzt mal rein. Einige Seiten werde ich euch nicht zeigen, beziehungsweise blurren, weil ich das später auch als, ja, Tagebuch genutzt habe. Und hier sind wir mit gestartet. Da habe ich das Sketchbook getestet. Dazu gibt es auch ein Video, wo ich noch die anderen Papiere von Hamper teste. Das war Gouache, glaube ich. Diese Seite habe ich grundiert mit einer Fiberpaste. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, von Golden. Und ihr könnt das schon hören. Das hat so einen Sandpapiereffekt. Ich habe das mit einem Pinsel aufgetragen, dadurch wird das Ganze noch grober. Ich bin dann noch mit sehr nasser Aquarellfarbe drüber gegangen und mit Buntstiften. Aber die Buntstifte hatten da nicht so viel Freude dran. Auf dieser Seite habe ich nochmal diese Fiberpaste aufgetragen, aber diesmal dünn mit Malmesser. Die Struktur ist auch viel feiner, aber der Effekt ist immer noch sehr schön. Hier ist eine Grundierung mit den Marabou Alkyd-Farben und da habe ich mit den Art X und Prismacolor Buntstiften drüber gemalt. Das funktioniert nicht so optimal, aber für ein Sketchbook geht das sehr gut. Ja, auch hier nochmal Alkyd-Farbe als Untergrund und da habe ich auch wieder mit Buntstiften und auch mit Kugelschreiber drauf gemalt. Das ist nochmal mit Fiberpaste entstanden. Man kann es auch wieder hören. Und darauf habe ich dann mit Aquarell- und Acrylbrush-Markern gearbeitet. Das sind Ölpastell- und Buntstifte. Und Acrylbrush-Marker, ich glaube, die habe ich auf verschiedenen Medien getestet und da ist auch dieses Bild hier für ein YouTube-Video entstanden. Das ist Gouache-Farbe auf Alkyd-Farbe. Das funktioniert nicht so gut, weil die Alkyd-Farbe etwas ölig ist, einen fettigen Film hat und die nasse Gouache-Farbe sich darauf nicht so gut auftragen lassen wollte. Aber im Ergebnis ist es doch ganz nett geworden. Da war ich übrigens im Griechenland-Urlaub und da ist dieses Bild entstanden. Das ist auch in Griechenland entstanden und dazu habe ich auch was geschrieben. Über die unerreichte Liebe der Zikadenkerle. Zikaden sind lustig und laut. Erst habe ich sie gehört, sie sind ja unüberhörbar. Dann habe ich alte Häute gefunden. Und die Weibchen, denen das Gezeter der Männchen wohl einfach zu nervig ist. Die verstecken sich schon fast. Aber abgesehen von den über 70 Dezibel sind sie harmlos, jedoch ausdauernd. Die armen Kerle, so ehrgeizig und gleichzeitig erfolglos. Das ist mit Buntstiften entstanden, ein etwas missglücktes Porträt von dieser süßen Katze hier, die ich auf einem Trödelmarkt erstanden habe für 2 Euro. Ja, und das ist die Idee gewesen für die Kugel, die ich für die Uni gemacht habe. So wäre sie aber zu instabil geworden. Sie ist also etwas massiver geblieben. Hier haben wir nochmal ein Landschaftsbild. Da habe ich mit Aquarellfarbe von Artesa auf den Marabou Alkyd-Farben gearbeitet. Ihr seht, diese Artesa-Aquarellfarben haben so eine hohe Deckkraft, dass ich da einfach auf einem dunklen Untergrund arbeiten konnte. Naja,
Die erinnern mich auch eher an Gouache-Farbe. Und auch hier nochmal ein ähnliches Bild, nur diesmal auf rotem Untergrund, gleiche Materialien. Und das sind die Atesa Twin Marker, die sind ja so Filzmarker auf Wasserbasis. Mit denen ließ ich aber relativ gut auf, naja, mal wieder einem Alkydfarben Untergrund arbeiten. Ja, und hier weiß ich es nicht mehr ganz genau, ob das ein Acryl oder auch ein Alkyd-Untergrund ist. Jedenfalls habe ich transparenten Gesso aufgetragen und dann mit unterschiedlichen Aquarellfarben, ja, vielleicht auch Gouache-Farben gearbeitet. Das weiß ich gar nicht mehr. Habe ich leider auch nicht aufgeschrieben. So, und das sind Buntstifte auf Alkyd. Ein kurzes Voice-Over an dieser Stelle, weil es da draußen ziemlich laut wurde. Das sind die Atesa Twin Marker. Ich mag die total gerne, weil die eben auf einer Seite eine dicke Brush-Spitze haben und auf der anderen Seite eine ganz feine Fineliner-Spitze. Dieses Aquarellbild ist wieder auf dieser Strukturpaste entstanden und an diesem ersten Adventswochenende hat mich der Fuchs so richtig verfolgt. Im Traum, in einem Gedicht, was wir in der Uni durchgesprochen haben. Naja, und auch in echt ist mir ein Fuchs über den Weg gelaufen. Twinmarker und Buntstifte. Sowas wie eine abstrakte Landschaft ist hier entstanden, Aquarell und Buntstifte. Ich weiß nicht genau, ich glaube, das hatte mit der Jellyplate zu tun und mit der Farbwalze. Hier sind ein paar Aquarellfarbbubbles entstanden, vor allem aus Mischtönen und ich glaube aus Resten von einer Palette. Und daraus habe ich dann offensichtlich ein paar Gesichter skizziert mit einem Atesa Twin Marker. Eine Collage aus Geschenkpapieren von Freundinnen und einer Serviette von Silvester, glaube ich, wo wir bei Freunden waren. Und da habe ich den Kleber, der mit den Alkydfarben von Marabu kam, genutzt. Mir gefällt der nicht gut, weil der ja komplett gelb auftrocknet. Do more of what makes your heart happy, also mach mehr, was dein Herz glücklich macht. Hier habe ich die Schablone eingeklebt, die ich hergestellt habe, als ich mit der Jellyplate experimentiert habe. Und da sind diese schönen Farben dann bei rumgekommen. Also eigentlich ein Abfallprodukt, aber kann halt auch was. Ein kleines Huthaus. Das ist mit den Buntstiften von Castle Arts entstanden. Naja, je nach Papier macht es halt eben doch Spaß, mit denen zu arbeiten. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich hier einen Kugelschreiber verwendet von Staples, der Postscript in einer Stärke von 0,7. Macht wirklich Spaß, mit dem zu arbeiten, ist aber wohl schwer in Deutschland zu bekommen. Ich habe den geschenkt bekommen von einer Kommilitonin. Ja, da waren wir in Venlo. Hier ist eine kleine Collage entstanden aus einem goldenen Washi-Tape, das wirklich schön schimmert. Buntstiften und Papieren, die ich letztes oder vorletztes Jahr geschöpft habe. Hier ein paar Farbchallenges mit Landschaften. Hier habe ich so ein Happy Accident von zwei Farben ausgeschnitten. Und hier ein Stück aus einem abstrakten Bild, was ich weitergemalt habe. Ja, und weil ich Otter nicht gut malen kann,
Hier nochmal ein Versuch. Der ist übrigens nicht selbst gemalt. Da habe ich den Hintergrund nur ergänzt und das ist ein Wassertattoo, nennt man die so, die man sich so auf die Haut stempeln kann quasi. Bisschen was Abstraktes wieder auf diesem Untergrund mit den komischen Aquarellfarben von Atesa. Hier habe ich schon einmal von Turner die Acrylic Gouache Farben getestet, die ich mir neulich gekauft habe. Dazu folgt auf jeden Fall auch ein Video. Das ist beim Fernsehen entstanden. Da habe ich den Kritzelkönig geschaut. Sehr unterhaltsamer Film. Da erwacht alles zum Leben, was gekritzelt wird mit dem Zauberstift. Unter anderem auch zornige Unterhosen. Das ist nach einem Uni-Wochenende oder an einem Uni-Wochenende entstanden. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls habe ich dabei offensichtlich Trash-TV geschaut. Ich zitiere nämlich ganz gerne die Sprüche, die ich dann so höre. Und der war: Wir dürfen nicht nur vorne Euphorie und hinten kackt die Ente. Noch ein paar Bilder. Das waren Vorlagen aus dem Internet und das war ein Foto und ein bisschen was Freies. Das ist übrigens alles mit den Twin-Markern von Atesa gemalt. Wie gesagt, ich mag die echt gerne. Ein paar freie Porträts. Die Mona Lisa. Hier habe ich wieder einen tollen Spruch beim Trash-TV gehört. Wie von Leonardo DiCaprio gezeichnet. Und ich habe gut aussehende Augen. Ja, und so sind diese Bilder entstanden. Danke Trash-TV an dieser Stelle. Diese Arbeiten sind in einem Video entstanden, in dem ich die letzten 7 Seiten dieses Sketchbooks gefüllt habe. Wenn ihr sehen wollt, wie diese Seiten entstanden sind, hier mit Ölpastell, hier mit Buntstift und Bleistift, dann schaut auch gerne mal in das Video. Ich verlinke euch das mal hier oben und auch unten in der Videobeschreibung. Das Aquarell. Gouache. Alkoholmarker. Die bluten übrigens durch. Das ging hier nur so gut, weil ich hier mit Gouache gearbeitet habe und weil ich auch die folgende Seite dann erstmal mit weißer Acrylfarbe grundiert habe. Hier also 2 Acryllandschaften. Ja, und auf der letzten Seite habe ich mit 2 Tuschefarben, Feder, Pinsel und Wasser gearbeitet. Und das war's mit diesem Sketchbook und auch mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt doch gerne dran, ein Däumchen nach oben für mich dazulassen, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn euch dieser Content gefällt, gerne mit dem Glöckchen. Dann könnt ihr nämlich kein Video mehr von mir verpassen und mich nicht vergessen. Bei mir gibt es alle 2 Wochen ein neues Video rund ums Thema Kunst und Malen. Und wenn ihr jetzt noch etwas mehr sehen wollt, dann schaut doch auch mal in eins von diesen beiden Videos hier. Tschüss!